Fußballfreunde, heute geht's um richtig brutale Fouls im Fußball. Let's go. Die brutalsten Fouls der Fußballgeschichte. Die 15 brutalsten Fouls der Geschichte. Wir gehen rein da. Ich bin gespannt, wer da alles dabei ist. Pepe natürlich direkt safe am Start. Muss sein, oder? Unsere Nummer 15 ist ein Foul von einem Spieler, der normalerweise Thomas seine Müller? Nette Art bekannt oh. ist. Es war das letzte Gruppenspiel der Champions League 2018 ja. zwischen ja, ja. Ajax Amsterdam und Bayern München. Ja, Beide ja. Teams kämpften und schossen jeweils ein Tor. Doch in der 75. Minute, da flippte die Ajax-Bank aus. Und jetzt... Patsch und voll ins Gesicht. Eieiei, mit den Stollen gestreckter Fuß. Einen langen Passer nehmen und fliegt mit rein zum Ball. Und dabei den Ajax-Spieler, der den Ball köpfen will. Das ist richtig schmerzhaft auch. Das hätte wirklich schief gehen können. Der Spieler trifft Tagliafico mit den Stollen direkt am Kopf. Dieser erleidet eine Platzwunde und muss am Platz behandelt werden. Konnte dann aber weiterspielen. Müller durfte früher duschen. Glatt, rot. Ja, dieses Foul war schlimm, aber keine Absicht. Unsere Top 3 aber sind einfach nur brutal. Warum hat er das nicht? Warum hat er das nötig? Ist das nicht, ist das, da war das doch, der Spruch, den hat er doch von Zidane, oder? Ist das vielleicht noch dabei? Kann sein. Sie schlagen den Weltmeister Argentinien mit 1:0 im Eröffnungsspiel. Doch es gibt eine Szene im Spiel, die der Fußballwelt für immer in Erinnerung bleiben Was sollte. Was war jetzt die Kurz Szene hier? Kurz vor Ende hier? Des Spiels gibt es einen Konter, angeführt von Claudio Caniggia. Und der, Junge, der verliert den Schuh. Selbst der Schuh hielt den Tackle nicht. Der verliert den Schuh beim Tackling. Platz gestellt und dieses Foul wurde eines der schlimmsten Tackles bei einer WM jemals. Aber voll den Körper reingehauen. Batsch! Und dann ist auch schon Abflug. Alter Verwalter. Oi. Pepe ist schon mal hier. Warte, ich guck mal, ob er wirklich noch drankommt. Aber er ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe mir 5 Spiele rausgesucht, die hier vorkommen sollten in diesem Video. Meiner Meinung nach. Sollte aber einer davon nicht zutreffen, muss ich als Bestrafung hier... Wo sind sie? Scharfe Wasabi-Nüsse essen. Da habe ich nicht so wirklich Lust und als drauf. Einer der sportlichsten Fußballer der Welt gilt. Viertelfinale im Pepe. Spanischen Copa del Rey. Ja, muss doch. Barcelona mit Superstar Messi spielt gegen den Erzrivalen Ronaldo. Madrid. Messi ist wie so oft nur durch ein Foul zu halten. Und als er am Boden liegt, macht Pepe das hier. Was macht Pepe? Haut ihm hier aus, steigt ihm da auf den... Hand. Messi krümmt sich vor Unsportlich. Schmerzen und Barcelona flippt aus. Zu Recht. Der Schiedsrichter saß nicht. Unsportlich. Und gab es damals nicht. Unsportlich einfach Pepe damals. Immerhin mad Respect, dass er immer noch spielt mit 40, aber Pepe steht erstmal direkt auf der Liste. Das ist gut. Strafe. Messi konnte weiterspielen und leitete das Siegtor ein. Oh, nach dem Ehre. Spiel Abidal macht das Tor. Er, dass er unabsichtlich auf die Hand getreten ist. Sorry Pepe, schaut nicht wirklich so aus. Und auch für das nächste Tackle gab es keine gelbe oder rote. Unabsichtlich drauftreten. Klar. Rote Karte. Obwohl dieses Foul den Spieler fast umgebracht hätte. Oh mein Gott. Spielten die Rangers gegen Steaua Bukarest. Und die Schotten sind ja für ihre ruppige Art bekannt. Okay. Aber Graham Souness ging damit ein wenig zu weit. Oh, Junge! Rücksichtslos und gefährlich. Damals waren die Stollen aus Eisen und Plastik. Der gefaulte Spieler musste operiert werden. Und im Krankenhaus erfuhr er, wie ernst die Situation gewesen war. Einer seiner Lymphknoten war geplatzt, was ihn in Lebensgefahr hätte bringen können. Zum Glück verlief alles gut. Alter Verwalter, Graham Sound. Alter Verwalter, ja, leck, da fehlen mir ein bisschen und die Worte. Ja, der bekam nicht mal eine Karte für seinen Tackle. Ja. Das waren noch raue Zeiten. Der hat ihm da die Nüsschen aber mal sowas von abgetragen. Ah, das willst du nicht sehen. Die Premier League ist ja bekannt dafür, ein wenig härter hinzugehen. Ein bisschen eine härtere Liga, John ja. John Terry war dafür bekannt, ein knochenharter Verteidiger zu sein. Aber dieses Tackle schlug ihn buchstäblich bewusstlos. Ui. Das war das League Cup Final zwischen Chelsea und Arsenal und es stand 1:1 zwischen den beiden. Chelsea Was war da eine los? Ecke und Terry ging Robben. Um einen Kopfball Robben mit der Ecke. Ganz wilde Hase. Robben bei Chelsea. Oh, Junge. Abu Diaby will den Ball wegschlagen und Terry versucht gleichzeitig keine gute Kombination. Bam, der geht da sofort zu Boden. Atmete für kurze Zeit nicht und musste auf dem Feld behandelt werden. Zum Glück erholte er sich. Aber Gott sei Dank. Er sich nicht mehr an das Ganze. Zumindest schoss Didier Drogba das 2:1 und machte Chelsea somit zum Gewinner des Spiels. Ja gut, das wird wahrscheinlich in dem Moment relativ egal sein, wenn du da irgendwie kämpfst, ums Überleben. Das nächste Foul war auch in einem wichtigen Spiel und führte fast zu einer Schlägerei. Wieder Spanien. Ja, wieder El Clasico. Im Supercup 2011 zwischen Real Madrid und Barcelona. Ja, ihr erinnert euch an Pepe. Ja. Barcelona führte mit 3:2 und wir sind bereits in der 4. Minute der Nachspielzeit. Ist gleich vorbei, aber das ist Marcelo.
Marcel, oh, das ist ein Frustfoul. Mein Lieblingsspieler, Fabregas. Und glatt rot. Im Handgemenge danach kniff Mourinho dann noch einen Barca-Trainer am Ohr. Junge. Wille und Özil schubsten sich und ja, es wurde sehr unübersichtlich. Und genau aus solchen Gründen mochte ich Real Madrid damals nicht und wurde Barca-Fan. Und jetzt sage ich, Marcelo steht auf meiner Liste. Mittlerweile, Real, ist okay, Pinto, ist in Ordnung. Wille, Marcelo und Özil bekamen alle eine rote Karte und mussten die letzten Junge. Sekunden von draußen zuschauen. Axel Witzel. Aber Klassiko bietet immer alles. In den letzten Jahren. Witzel, aber als sein Stern 2009 gerade erst aufging, da machte er eines der schlimmsten Tackles. Und okay. Einige forderten damals sogar, ihn aus dem Profifußball zu verbannen. Ui, damals Ansage. Spielte der junge Witzel für Standard Lüttich. Er war Teil der goldenen Generation Belgiens und die großen Clubs der Welt hatten ein Auge auf ihn geworfen. Doch im Spiel gegen Anderlecht passierte dann das. Was hat er gemacht jetzt? Oh! Witzel, der ist gebrochen. Brach dem Gegenspieler das ja. Bein. Er bekam eine rote Karte und wurde für 8 Spiele gesperrt. Er beteuerte immer wieder, dass das Ganze unabsichtlich war. 8 Spiele Sperre, das ist auch schon eine Ansage. Bei unserem nächsten Tackle kann sich kann der auch Übeltäter passieren, aber gell? Nicht rausreden. Dieses war einfach nur brutal. Es ist WM 2010 in Südafrika. Oh. Ryan Robben ja. Trifft auf spanisches Tiki-Taka mit Iniesta und Xavi. De Jong. In der 28. Minute. Es muss De Jong sein. Und bei einem hohen Ball gegen Xavi Alonso. Bam! Oh! Nigel De Jong als Kung-Fu-Kämpfer gegen Xabi Alonso. Das absolute Nieder... die spanischen Spieler sauer auf den Schiedsrichter einredeten. Alter. Der Howard Webb gab aber nur eine gelbe Karte. Nur gelb für dieses Niedertretungskommando. Der kommt hier an wie ein Lastwagen mit gestreckten Beinen auf Brusthöhe. Und ja, das Gute ist, De Jong steht auf meiner Liste, aber... kaum zu glauben, wenn man diese Bilder sieht. Alter, wie man da keine Rote geben kann, das... Und da Robben am Torhüter sowas von heftig. Spanien am Ende die WM. Und Alonso schien vielleicht all die Karma. Vergessen zu haben. Vielleicht war es Karma. Der Bundesliga hatte aber kein so schönes Ende. Und der verletzte Spieler verklagte sogar den Spieler und den Trainer. 1981 spielte Bielefeld gegen Werder Bremen. Ewald Lienen will am Gegenspieler Siegmann vorbei. Ja, und der kommt mit der Grätsche und das ist ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Eisenstollen schlitzen Ewalds Oberschenkel auf. Das ist so ekelhaft. Das Ganze war so schlimm, dass ich euch die Bilder nicht zeigen kann, sonst sperrt mir YouTube das Video. Der Spieler erholte sich erst nach... Da gibt es Fotos, also da sieht man wirklich, das ist eine Schnittwunde, das ist unfassbar. Ich habe Ewald Lienen aufgeschrieben, weil nur den kennt man. Ich weiß nicht, wer das faul gemacht hat, aber es ist dieser Ewald Lienen gemeint und jetzt fehlt nur noch Nübel auf meiner Liste. Siegmann Norbert Siegmann. Den okay. damaligen Werder Bremen Trainer. Er hatte, so eine Anklage von Ewald, seinen Spieler zum Treten animiert. Das ist so eklig. Das Ganze ging trotzdem nicht. Die Verletzung. Beim Rückspiel saß der Trainer Otto Rehhagel sogar mit kugelsicherer Weste auf der Bank. What? Es gab Morddrohungen gegen ihn. Alter. Morddrohungen bekam auch Martin Taylor nach seinem Foul an Edward. Oh, flüssiger Übergang. Sehr smoother Übergang. Birmingham City spielte gegen Arsenal. So, wo ist das Foul? Brutales Einsteigen von das Martin Taylor gegen Arsenal. Da kam der Fuß auch gleich mal. Brach sich Schien und Waden. Ja, oh, ja. Das Ganze war ja. so verstörend, dass selbst im Fernsehen keine Wiederholungen gezeigt wurden. Taylor wurde für 3 Spiele gesperrt und Eduardo kam erst nach einer langen Verletzungspause zurück. Ekelhaft. Wurde nie wieder der Alte. Ja. Und unsere Nummer 5 passierte so 2 Jahre später. So ist das bei solchen Verletzungen. Wieder manchmal. Ein Premier League-Spiel. Wieder wurde ein Spieler von Arsenal gefoult. Oh, Junge, die spielen da Vollgas. Der City-Spieler Ryan Shawcross. Ryan Shawcross, auch der 2 Meter groß. Und bricht Aaron Ramsey das Bein. Shawcross bekam eine rote Karte und wurde für 3 Spiele gesperrt. Arsenal-Coach Arsene Wenger und der Rest des Teams waren außer sich. Ryan Shawcross. Der 19-jährige Ramsey war gerade dabei, sich einen Namen in der Fußballwelt zu machen. Und viele hatten Angst, dass seine Karriere bereits zu Ende war. Ja, und Ramsey, der hatte immer wieder mit einem oder anderen... ja, Probleme zu kämpfen. Glück konnte er sich trotz dieser schlimmen Verletzung... Ne, eigentlich meinte ich gerade Jack Wilshere, aber Aaron Ramsey hat sich ja dann ganz gut entwickelt, aber der hat ja diesen Fluch, das war das. Der Schlechter von Bilbao. Wow. In den 80er Jahren war Atletico Bilbao gegen Barcelona das, was heute Real Madrid gegen Barca ist. Bilbao okay. wurde damals 83 Meister. Barcelona holte sich den Cup und in der 4. Runde der neuen Saison trafen die beiden Teams zum Knüller aufeinander. Die spielstarken Katalanen... Dass Bilbao so stark war. Basken. Es stand bereits 2-0 für Barca und Maradona schnappte sich im Mittelfeld den Ball. Oh, und dann absolut abgeräumt vorhin. Mit einer Blutgrätsche angeflogen und brach dem 25-jährigen Maradona den Knöchel. Dieser musste für mehrere Monate aussetzen und Goico wurde für 18 Spiele gesperrt. 18 Spiele? Top 3. Junge, 18 Spiele, das ist eine halbe verdammte Saison. Alter! Angekommen und zurück in die Premier. Aber richtig so bei vorsätzlichen Aktionen. Manchester City gegen Portsmouth. Nach einem Eckball rennt Portsmouth-Spieler Mendes zum Ball, um diesen zu klären. Und jetzt kommt der volle... Oh! Völlig unnötig haut Ben Thatcher den Spieler den Ellbogen ins Gesicht. Das ist ja totale Abräumung. Musste auf dem Feld behandelt werden und dann ins Krankenhaus gebracht werden. Oh, das ist das ja... Verrückte,
Thatcher bekam nur eine gelbe Karte. Hey, was muss man denn machen in England, um eine rote zu bekommen? Ja, also in England musst du mindestens mit einem Panzer über... ich weiß es doch nicht. Also das ist ja... Wurde jedoch vom englischen Fußballverband für 8 Spiele gesperrt. Und noch dazu bekam er eine Strafe von seinem eigenen Club. Er musste 6 Wochen Gehalt als Strafe zahlen. Oh. Und hey, seine Wut an anderen rauslassen... Das ist schon eine Ansage. Die Wut am Abonnierbutton rauszulassen, das ist für mich... Das ist für mich auch völlig okay. Also, rein da, Freunde. So, was ist... Frankreich gegen Deutschland. 1982. Aber da kommt kein Alexander Nübel, den brauche ich noch. Es wurde unerbitterlich gekämpft. Plötzlich dann eine gute Chance für Frankreich. Gut dabei. Dreh, oh! Robert Schumacher läuft voll im Batiston und checkt ihn K.O. Dieser verliert mehrere Zähne und verletzt sich an der Wirbelsäule. Eines der schlimmsten Fouls jemals. Alter, da kann so viel passieren, wenn du so rücksichtslos als Keeper hingehst. Und deshalb auch Nübel, vielleicht ist der auf Position 1. Schumacher hatte keine Chance auf den Ball und will einfach nur den französischen Spieler umbringen. Ja, das ist... Das Verrückte, es gab keine Karte. Das ist sick. Nicht mal eine gelbe. Deutschland gewann das Halbfinale, verlor dann aber das Rummenigge. Italien. Das ist mal Karma. Das ist völlig sick. Das vielleicht brutalste Foul war in England. Wie hätte es anders sein können? Oh, eine rote Karte in England. 1997. Manchester United spielte gegen Roy Keane. Roy Keane und Alf Inge Haaland, der Vater von Erling Haaland, gerieten in der Partie mehrmals aneinander. Und 5 Minuten vor Spielende wollte Keane Haaland ein Bein stellen. Doch Keane verletzte sich dabei selber. Und Haaland beugte sich über ihn und schrie ihn an, er solle aufhören, eine Verletzung vorzutäuschen. Verpiss dich doch. Das tat Keane aber nicht. Er riss sich bei der Aktion das Kreuzband und musste lange verletzt aussetzen. Aber selber... 3,5 Jahre später standen sich die beiden wieder gegenüber. Au. Haaland spielte bei Manchester City. Das war dann quasi die Racheaktion dafür. Die Lokalrivalen von Man U. Und Keane wollte nur eines. Rache an Haaland. Warum hat er das nötig? Dafür bekam er eine rote Karte. Das ist nicht der Originalkommentar, aber das hier. Strafe von 5.000 Pfund. Ein Jahr später schrieb Keane in seiner Biografie, dass er mit diesem Foul einfach nur Haaland verletzen wollte. Alter. Und die englische Liga gab ihm nochmals eine 5-Spiele-Sperre und eine Geldstrafe von saftigen 150.000 Pfund. Ja, Roy Keane, das war schon richtig harter Knochen. Hoffentlich passiert das Erling Haaland nicht, aber ich habe Nübel nicht auf der Liste oben und muss jetzt hier so Wasabis essen. Also... Freunde, und wenn euch dieses Video gefallen hat, wird schon scharf, wird dir auch das hier gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich weiter gucken.